sind 40 Mitwirkende, die Partnerschaftsprojekte mit Jugendlichen aus der ganzen Welt haben. Tansania. China. Brasilien. Kamerun. Benin. Kenia. Senegal. Cote d'Ivoire. Kolumbien. Mosambik. Unsere Aufgabe hier bei den Bridges Awards ist es zum Beispiel, sich mit anderen Projekten zu befassen, sich auch mit dem eigenen kritisch auseinanderzusetzen und neue Denkanstöße zu sammeln. Erstes Gesetz war, dass wir halt versuchen, dass jeder, also wirklich jeder auf dieser Welt, einen fairen Lohn bekommt. Genau, und unser zweiter Gesetzesvorschlag war einfach, dass wir die Diskriminierung von verschiedenen Menschengruppen per Gesetz reduzieren wollen. Zum Beispiel direkt dafür tun, dass wir einfach achten, was wir konsumieren, was wir einkaufen, sei es Schokolade oder andere Lebensmittel oder Klamotten. Einfach mal schauen, woher die eigentlich stammen oder was da drin ist. Ja, zum Beispiel, dass wir auf Flohmärkten gehen, dort einfach gebrauchte Ware kaufen und dass wir halt einfach auf diese Fastfood-Ketten verzichten, weil so viel Müll, wie dort produziert wird, alles, dieses ganze Material kostet. Da hatten wir uns da dem Bereich Bildung gewidmet. Das heißt, wir haben gesagt, zum einen würden wir gerne die Problematik, die es einfach auf dem Planeten gibt, mehr an die Jugend und an die Kinder herantragen, eine Bewusstseinsgeneration schaffen. Und dazu wollten wir gerne den Bildungsplan ein bisschen erweitern um verschiedene Themen. Und auf der anderen Seite haben wir uns überlegt, dass auch Schulen oder Vereine, also Institutionen, einfach gefördert werden, die solche Projekte und Problematiken in besonderem Maße ansprechen. Für das zweite Gesetz haben wir uns halt überlegt, wie wir gegen die Müllverschmutzung oder Vermüllung ankommen können. Und da ist besonders Plastik sehr problematisch, weil das biologisch nicht abbaubar ist. Haben wir uns überlegt, dass wir versuchen wollen, den Export und Import von Plastik bis 2030 auf die Hälfte zu reduzieren und auch die Produktion innerhalb von Deutschland dann dementsprechend zu reduzieren, sodass die Firmen dann auf alternative Verpackungen umsteigen. Ich denke, man kann sich zum einen in Vereinen einfach engagieren, die sowas schon tun, irgendwelche vielleicht auch politischen Gruppen, die in solche Richtung agieren und dann halt dort ein bisschen aktiver werden. Statt Plastikflaschen kann ich natürlich Glasflaschen verwenden oder auch gucken, dass zum Beispiel die Orange, die eigentlich ja verpackt ist in ihrer Schale, nicht ausgepackt wird und in Plastik wieder verpackt wird, sondern einfach die Orange dann so mitnehmen. Zur Kennzeichnungspflicht sozusagen des Warenpreises einer Ware, ja? Also was dahinter steckt, was du gerade kaufst und dann halt für bestimmte Produkte. Und du kannst entscheiden als Konsument. Ist es regional? Ja. Ist es ökologisch? Fairtrade. Werden dabei vielleicht Kleinunternehmen gefördert? Also es sind Ausfuhrabgaben, die dazu dient, den globalen Süden zu fördern, indem dort Gesundheitssysteme aufgebaut werden und die Bildung gefördert wird. Auch für Frauen, was ja nicht so selbstverständlich ist. Nicht nur Charity wollen, sondern auch Solidarität. Wie wär's? Wir führen Ausfuhrzölle ein auf alles, was wir exportieren. Und dieses Geld bleibt aber nicht in Deutschland, sondern das geben wir in die Länder des globalen Südens, um dort eben die Wirtschaft zu fördern, die Bildung zu fördern, Gesundheitssysteme aufzubauen. Wir können einmal darauf achten, dass wir regionale Produkte kaufen, was vor allem bei Lebensmitteln. Kilo Fleisch beim Kaufland 50 Cent zahlt, dann weiß ich, das ist nicht regional, das ist aus Massentierhaltung. Dann gehe ich lieber zum Metzger, zahle da halt meine 5 Euro pro Kilo. Aber dann weiß ich, dass das Fleisch aus der Region kommt.
Und genauso dann bei Textilien oder Elektrogeräten einfach mal drauf zu schauen, wo die überhaupt herkommen und sich dann eventuell auch zu informieren, wie dort so die Arbeitsbedingungen sind und so weiter und halt auf Fairtrade-Produkte achten, auch wenn sie ein bisschen mehr kosten. Ich denke halt, ich meine persönlich, hier, wir sind hier in der Change Agents Tagung, das heißt, man unterhält sich über solche Themen mit jungen Leuten und das ist halt ein Schritt sozusagen um der Bewusstseinwerdung. Das Gesetz wäre, dass man die Waffenproduktion stoppt und auch alle Waffen, die es halt bestehen, die es gibt, dass man die irgendwie zurückzieht oder halt wieder beseitigt, ja. Deutsche Firmen in die Pflicht zu nehmen, ihre Verantwortung an Import- und Exportstandorten wahrzunehmen und dort ein gesundes Leben oder ein menschenwürdiges Leben zu sichern. Ja, an sich kann ich ändern sozusagen, probieren nur auf Produkte zuzugreifen, die von Unternehmen, die eine gewisse Verantwortung in anderen Nationen schon wahrnehmen, sozusagen zu konsumieren. Also Fair Trade als Beispiel jetzt. Ja, Plakat mal, ich kann sagen, ich kann auf eine Demo gehen, ich kann sagen, hey, stopp, Waffen. Aber ich glaube, das bringt halt nichts. Man kann selber Meinung, oder? Ja, also ich finde, man kann schon was machen. Ich glaube, man kann aufpassen, wen man wählt, welche Regierung man legitimiert. Und man kann halt wenigstens probieren, den Dialog darüber anzuheizen und zu führen. Aus der Tagung habe ich auf jeden Fall gelernt, alles mal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, dass nicht immer alles einseitig ist und dass es vielleicht auch wahrscheinlich nicht nur eine Lösung gibt, sondern viele Lösungen und dass man da auch, wenn man zusammenarbeitet, dass man am meisten dann erreichen kann. Genau, ich kann mich da nur anschließen. Also es kommt halt viel auf Kooperation drauf an, nur durch Mitarbeit, Zusammenarbeit kann man was erreichen. Und das ist halt wichtig. Was ich sonst noch mitnehme, ist auf jeden Fall ein kritischer Blick auf den eigenen Konsum und den Verbrauch, den man ja doch einfach tagtäglich so tätigt, was auch teilweise nicht sein muss. Und da denke ich, kann jeder auch an sich selbst arbeiten und einfach sich immer wieder dazu aufraffen, da ein bisschen bedachter zu handeln. Die ganzen Projekte, wer wo war, was ihr gemacht habt, das war schon... Also fast alles neu, das kannte ich noch nicht. Jetzt auch der digitale Austausch, sowas habe ich mir ja nicht unbedingt vorstellen können, dass das so gut funktioniert und dass die damit auch so erfolgreich sind und es auch weitergeht, dass die ständig in Kontakt sind. Das war für mich so das Faszinierendste. Was nehme ich mit? Also ich nehme mit ganz viele tolle Gespräche, Einzelgespräche. Natürlich ist es sehr spannend, auch so unterschiedliche Leute zu treffen aus der ganzen Bundesrepublik mit ganz vielen unterschiedlichen Backgrounds. Für unser Projekt nehme ich mit, unser Projekt ist ja relativ neu, steckt sozusagen in den Kinderschuhen. Und dass wir einfach, also mein Wunsch wäre es natürlich zusammen mit den Schülern, wenn es sich realisieren lässt, also das ist ja ein gemeinschaftliches Projekt, dass wir das in der Schule präsenter machen, dass wir das mehr so zur Tagesordnung setzen, vielleicht auch so durch kleine Aktionen. Also es ist so, dass es halt, es gibt kulturelle Unterschiede und man versteht sich nicht, also man ist auf anderen Ebenen, kann man sagen. Und man muss halt eigentlich diese gleiche Ebene finden, aber das ist gar nicht so leicht eigentlich. Also ich denke, bei kritischer Reflexion nehme ich vor allem viel mit von dem, was Lawrence gerade mit uns gemacht hat. Und das ist viel, also das, egal wie sehr wir uns darum bemühen, in unserem Projekt sozusagen alle gleichberechtigt mit einzubeziehen, dass wir es gerade nicht hinbekommen und dass wir uns dessen bewusst sein müssen und es trotzdem irgendwie hinbekommen, also perfekt zu probieren sollten, es gut zu machen. Einfach. Wir sind hier, weil wir Spaß daran haben, neue Perspektiven kennenzulernen. Uns einfach ein eigenes Bild zu machen und Vorurteile keine Chance zu geben.
gemeinsam mit unseren Freunden auf der ganzen Welt wollen wir diese zu einem besseren Ort machen.